Wie geil sind Schnitzel? So ein Wiener Schnitzel ist schon was Geiles. Wenn man auf einem Satellitenbild auf den Süden von Spanien zoomt, dann fällt einem eine Fläche auf, die so aussieht wie das ewige Eis, tatsächlich aber die größte Grünhausanlage Europas ist. Genau dort liegt Almerima, ein Hafen mit verführerisch günstigen Preisen und ausgezeichnetem Service. Das lockt viele Langfahrtsegler an, die so wie wir auf dem Weg aus dem Mittelmeer hinaus und über den Atlantik sind und noch einige Jobs zu erledigen haben. Guten Morgen. Es ist mal wieder ein Early Morning für uns, aber es kommt der Segelmacher und nimmt gemeinsam mit uns die Segel ab. Die kriegen noch einen Service, bevor es über den großen Teich geht. Und ja, nachdem für heute noch ganz schön Wind angekündigt ist, machen wir das besser jetzt gleich in der Früh, wenn es noch schön glatt ist. Wir waren bereits seit Monaten dabei, unsere Enzyme für die Atlantiküberquerung vorzubereiten. Hier in Almerima würde es nun darum gehen, die letzten Kleinigkeiten fertig zu machen. Eine ganz schön lange Liste. Kein Aufschieben mehr. Es wird kacke. Wenn wir uns beeilen, sind wir in 2 bis 3 Tagen durch. Und früher kommen wir da sowieso nicht los. Der erste Punkt auf unserer Liste war der Einbau eines neuen Inverters, da unser alter Inverter nicht stark genug für unsere Verbraucher war. Das zählt übrigens auch zu den Dingen, von denen ich vor unserem Segelabenteuer keinen blassen Schimmer hatte. Ein Inverter ist nämlich dazu da, um 12 Volt Gleichstrom in 230 Volt Wechselstrom zu verwandeln und das gibt uns die Möglichkeit, ganz normale Haushaltsgeräte über unser Bordnetz zu betreiben. Da wir unser neu gewonnenes Elektrofachwissen jedoch nicht gleich auf die Probe stellen wollten, half beim Einbau ein weiteres Mal Lukas von der Girasole, die sich auch gerade in Almerima für den Atlantik vorbereitete. Und wir haben die 12 Volt plus und minus richtig dran, wir haben den Ausgang 230 Volt richtig dran. Warte mal. Ah. Hey, stress ihn nicht. Was erwartest du? Gut, jetzt müssen wir nur noch den Landstrom kappen und dann können wir testen. Ja. Funktioniert, sollte laufen. Schatzi? Wie macht man das?
Also das, was da fast das Coolste ist, ist, dass sich so viele andere Wellumseglerpärchen oder aspirierende Wellumseglerpärchen hier treffen und hier vorbereiten. Und alle stehen vor der Atlantiküberquerung und ja, sind halt in unterschiedlichen Stadien ihrer Vorbereitung. Jeder kann sich irgendwie helfen und jeden Abend gibt es irgendeine Party. Es ist einfach ein schönes Gefühl. Wir fühlen uns angekommen irgendwie schon, obwohl es jetzt erst richtig losgeht. Aber Segel-Community ist schon echt was Tolles. It's so easy to see that you're in love with me. Carve your name next to mine on that big old tree. It's how you want it to be. You bring me things from the store and put it at my front door. I've lost count of the times this have happened before. Not that I'm keeping score, 'cause I do the same for you, just like I'm supposed to do. I'm yours, you're mine. If you ever feeling blue, rest assured I've been there too. We just pick up where we left off, then we tow the line. That's fine. Sunday breakfast. Oh, hello. In bed. Okay, a good party. Bringing the manicure. Strawberry jam on some bread. If you feel like doing anything today, then go ahead. I just lay here instead. 'Cause I do the same for you, just like I'm supposed to do. I'm yours, you're mine. If you ever feeling blue, sure, I've been there too. We just pick up where we left off, then we draw the line. That's fine. If you ever feeling blue, rest assured I've been there too. We just pick up where we left off, then we draw the line. 'Cause I do the same for you, just like I'm supposed to do. I'm yours, you're mine. If you ever feeling blue, rest assured I've been there too. We just pick up where we left off, then we tow the line. That's fine. Okay, what time is it? It's 7:45. Oh, wow. We're good. We're doing gel coat again. Take two. Take two. With a beautiful sunset. Okay, here's the patient. And the doctor. Yes, that's the only kind of medicine that won't make me faint. Die Segel kommen wieder zurück. Wait for the wind, wait for the night. Stand here a while, take a little time. Since you went away, it came to a halt. Silence is everywhere, and you're not.
Köpfe gerne. Was? Okay. Also, seit wie lang warten wir auf die neue Luke? 12 Wochen. 12 Wochen von SVW? Genau. Und jetzt haben wir es innerhalb von zwei Tagen bekommen. You're a hero, Mike. Anyway. You are a hero. Good stuff. Well, happy fixing. Thank you. It's a nice day too, so enjoy your last couple of days here. Yeah. Wir haben heute wieder einiges weitergebracht und jetzt geht's ans Kochen. Wir haben heute eine kleine Party vor uns. Es ist der letzte Abend für viele von unserer Gruppe und daher haben wir gesagt, hosten wir nochmal eine Schnitzel-Night. Gotta taste one. Yeah! They're good. Aber trotzdem, der hat einen. Oh! Oh, smooth! Good seats. This is like. This is the main event, not the schnitzels. Shit, that's like. That's Guten Morgen, es ist der Tag vor dem Abfahrtstag und unsere To-Do-Liste ist auf diese Punkte geschrumpft. Das sollte sich machen lassen. Same old places and faces of people with nowhere to go. Ein weiterer wichtiger Punkt ist erledigt. Wir haben die Feuerlöscher wieder servicieren lassen. Die müssen wir jetzt wieder zurück einbauen. Es wird was. Ich sehe das Licht am Ende des Tunnels. Let's get in the car and we'll drive. We're leaving tonight. Away from these streets and the cold buzz and neon lights. We keep our heads up above, struggling and striving. We ain't gonna turn back this time. We'll just keep driving.
in the corner of my eye. I'll never leave your side, I'll never leave your side, I'll never leave your side. The windows are rolled down, the radio's on, and my eyes are open wide. I'll never leave your side, I'll never leave your side. Ich sag's euch, heute war schwere Arbeit. Und wenn wir an einem Tag ein Bier verdient haben, die wir da sind, dann ist es heute. Jetzt ist es soweit. Jetzt fahren wir los heute. Nach 3 Wochen in Almerimar. Und sehr viel weitergebracht, muss ich sagen. War eine schöne Zeit. Vor allem mit so vielen Leuten, das hat echt Spaß gemacht. Jetzt gehen wir noch in unser erweitertes Wohnzimmer hier, ins Dumble Inn, und laden noch das nächste Video hoch, damit ihr versorgt seid. Und dann brechen wir auf Richtung Gran Canaria. 6 Tage wird eine lange Zeit, zu zweit. Aber wir freuen uns schon, jetzt wahnsinnig weiterzukommen, und es ist der nächste große Schritt Richtung Karibik. Geht's los? Ja, ist schon irgendwie Zeit, oder? Mhm. Aber jetzt sind wir 1 Woche dann unterwegs, das ist schon lang. Das ist die längste Passage, 1800 Kilometer. Wir rechnen nicht in Kilometern. Ja, aber da können sich die Leute was vorstellen. Das war. We got no money, but honey, got nothing to hide. If worst comes to worst, I'll be Bonnie, and you can be Clyde. Bereit? We've got 2 hearts ja. Ready to fire, and enough ammunition. Jetzt? Ja, los. Sexy, too hard, los! With a 4-speed transmission. You got 1 hand on money, 1 hand on the steering wheel, world's perfect. Bye bye, Almerimar. So wirklich, wirklich, wirklich schön. Und jetzt? Gegen 830 Seemeilen vor uns. And look, under my gloves, my hands are still perfectly manicured. Hashtag life goals.